Ja, hallo, und hier ist wieder der Andi von der Arche der News. Während im Hintergrund die wilden Pflaumenbäumchen und wilden Mirabellen blühen, nicht täuschen lassen, ist es trotzdem ziemlich kalt. Es ist sehr, sehr, sehr kalt. Wir haben also heute Nacht war minus 5 Grad. Wir sind inzwischen auf wohlig, mollien 2 Grad plus und trotzdem müssen wir unser Feld vorbereiten. Wir wollen Zwiebel und Möhre machen dieses Jahr wieder. Wir fangen erstmal mit der Zwiebel an, zumindest mit der Vorbereitung. Das Pesern, das Abbrennen hat eine ganze Menge gebracht, damit also wirklich nicht so viel Unkraut hochkommt. Dementsprechend wird heute das erste Feld abgesteckt und wir werden mal eine Runde richtig wieder brennen. Also viel Spaß damit. Das Feld wird jetzt abgesteckt und die Reihen werden mit der Schnur markiert, damit wir dann wenigstens eine gerade Reihe haben und nicht kreuz und quer nicht mehr genau wissen, wo unsere Möhrchen wachsen. Ja, auf geht's jetzt mit dem Feuer gegen die lichtkeimenden Unkräuter. Ab 70 Grad Celsius platzen einfach alle Zellen auf und damit sind die ganzen Lichtkeimer, die an der Oberfläche sind, komplett zerstört. Das heißt, wir haben erstmal einen guten Start für unsere Möhren und auch für die Zwiebelchen, dass die Unkräuter den nicht gleich am Anfang schon alles von der Nase wegschnappen. Denn wie ihr seht, es ist genauso wie bei den Lichtkeimern, die kleinen ganzen Samen, die wir jetzt hier, oder die kleinen zwei, drei blättrigen Pflänzchen, die jetzt rauskommen, die wir zerstören. Selbst das Gras hat erstmal keine Chance gegen eine vernünftige Feuerwalze. Auch das ist mal schön zu sehen. Der Storch kommt zur Kontrolle vorbei und schaut sich unser Feld an. Das Feld ist jetzt inzwischen auf 20 x 20 Meter abgesteckt und wir hoffen, der hat nichts zu mosern. Jetzt ein leichtes Überhaken und dann geht's ab mit dem Furchenzieher. 5 Reihen machen wir immer nebeneinander. 4-mal Möhre und in der Mitte kommt dann die Zwiebel. Das machen wir, damit die sich gegenseitig schützen. Denn die Zwiebelfliege mag keine Möhren und die Möhrenfliege glücklicherweise keinen Zwiebelgeruch. Hier werden jetzt die Zwiebeln gesteckt. Wir haben dieses Jahr 3 verschiedene Sorten. Wir machen Stuttgarter Riesen, die Sturon und die Red Baron. Die Roten haben sich sehr gut gemacht im Laufe der Jahre. Die Zwiebeln werden im Abstand von 15 cm gesetzt. Damit das immer einfacher geht, basteln wir uns jedes Jahr ein kleines Abstandshölzchen. Und so geht es ratzfatz hintereinander weg, immer im gleichen Abstand mit unseren Zwiebelchen. 130 Zwiebeln passen immer in jede Reihe und 10 Reihen haben wir insgesamt. Wenn wir hier fertig sind, dann haben wir zum Schluss 800 laufende Meter mit Möhren und 200 Meter laufend mit Zwiebeln. Das sollte also ausreichen, um übers Jahr zu kommen und vielleicht können wir noch die Überschüsse etwas veräußern. Also, das war's. Der Andi vom Acker, der Hauptstadtfarmer und von der Arche der News. Denkt dran, bleibt knackig, denkt daran die Äpfel.